Das war ein Schockmoment in Washington. Anrufer hatten der Polizei von einem Schützen in der Nähe des US-Kapitols berichtet. Doch offenbar war es ein falscher Alarm. Das melden die lokalen Behörden. Die Bürogebäude des Senats seien Etage für Etage durchsucht worden, aber man habe niemanden gefunden. Die Stimmung in den USA ist momentan angespannt. Heute Abend unserer Zeit muss der ehemalige US-Präsident Donald Trump vor einem Bundesgericht erscheinen, nur wenige Blocks vom Kapitol entfernt. Die Sorge ist groß, dass Trump-Anhänger versuchen könnten, das Verfahren zu stören. Dass ein ehemaliger US-Präsident vor Gericht erscheinen und seine Fingerabdrücke hinterlassen muss, galten den USA seit der Unabhängigkeitserklärung durch die Gründerväter 1776 als undenkbar. Mittlerweile wird es Routine, dank Donald Trump. Wegen seiner Versuche, den Wahlausgang 2020 zu manipulieren, steht für ihn nun der dritte denkwürdige Gerichtstermin an. Doch auch diese Anklage scheint an dem 77-Jährigen abzuperlen, denn selbst eine Verurteilung könnte ihn juristisch wohl nicht davon abhalten, erneut für das höchste Amt im Staat zu kandidieren. Es könnte ein schwerer Gang für Donald Trump werden. Vor dem Bundesgericht in Washington muss sich der ehemalige US-Präsident wegen Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol verantworten. In der 45-seitigen Anklageschrift werden Trump mehrere Anklagepunkte zur Last gelegt. Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlergebnisses und Behinderung und Verschwörung gegen das Wahlrecht. Es ist der 6. Januar 2021. Trump-Anhänger stürmen das Kapitol in Washington. Dort soll an diesem Tag der Sieg Joe Bidens bei der Präsidentschaftswahl 2020 formal bestätigt werden. Doch Trump gesteht seine Niederlage nicht ein, spricht wochenlang von Wahlbetrug. Der Angriff auf das Kapitol war ein noch nie dagewesener Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie. Er wurde durch Lügen des Angeklagten angeheizt, die darauf abzielten, eine grundlegende Funktion der US-Regierung zu behindern, nämlich den Prozess der Erfassung, Auszählung und Bestätigung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen. Trumps Beliebtheit scheint das bisher aber keinen Abbruch zu tun. Umfragen sehen den Ex-Präsidenten im Rennen der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur weit vor seinen Konkurrenten. Es gibt wirklich viele intelligente Leute in den USA, die glauben immer noch, dass Trump den Wahlen 2020 gewonnen hat. Aber die Einschläge kommen immer näher für Trump und es kumuliert die ganzen Anklagen. Und es gibt sicherlich Wähler, die fragen sich, wohin führt das? Wie können wir einen Präsident haben, der möglicherweise demnächst ins Gefängnis gehen will? Ob es bis zur Präsidentschaftswahl Anfang November 2024 ein rechtskräftiges Urteil gibt, ist fraglich. Zumindest gibt es kein Gesetz, das die Wahl eines verurteilten Straftäters auf Bundesebene verhindert. Sprechen wir darüber. Aus Washington ist meine Kollegin Isabel Finzel zugeschaltet. Isabel, was erwartet Donald Trump denn heute? Ich vermute mal, die Handschellen werden da ja nicht gleich klicken. Ja, wir erwarten erstmal, dass Donald Trump ja gegen 16 Uhr Ortszeit hier in Washington am Gericht eintrifft. Und in der Regel läuft es dann so, dass er erstmal eine Registrierung durchlaufen muss. Das heißt, er muss Fingerabdrücke abgeben und Polizeifotos machen. Ja, und manchmal werden da tatsächlich dann auch Handschellen angelegt, aber davon ist letztendlich nicht unbedingt auszugehen. Dann läuft es in der Regel so, dass erstmal die Vorwürfe, die Anklagepunkte vorgelesen werden. Und in der Regel bekommt Donald Trump dann auch die Möglichkeit, sich entsprechend zu äußern. Und da Donald Trump ja aber jegliche Vorwürfe von sich weist, ist davon auszugehen, dass er auf nicht schuldig plädieren wird. Vielleicht noch ein paar Worte zur zuständigen Richterin. Das ist nämlich auch ganz interessant. Die gilt nämlich also ja durchaus streng, muss man sagen. Sie hat nämlich bereits schon etliche Trump-Anhänger wegen des Sturms auf das Kapitol verurteilt und ist dafür bekannt, dass sie da zum Teil auch deutlich saftigere Strafen ausgesprochen hat als etliche andere Richter. Und das ist natürlich nicht unbedingt eine gute Voraussetzung für Donald Trump. Die Anhänger Donald Trumps stehen ja weiter stramm zu dem 77-Jährigen. Kann Trump also weiter Vorteile aus dieser Anklage ziehen? Also das versucht er natürlich. Donald Trump befindet sich mitten im Wahlkampf und versucht natürlich, das wiederum auch für sich zu nutzen, sich als Opfer letztendlich darzustellen, als Opfer der Justiz, der Biden-Regierung, der Demokraten, die versuchen würden, so immer wieder seine Argumentation, ihn kalt zu stellen durch diese Ermittlungen, durch diese Anklagen bei seinen Anhängern. Da zieht das natürlich, da kommt das gut an. Die glauben, dass Donald Trump das Opfer ist, dass er letztendlich nichts falsch gemacht hat. Wir sehen nach jeder Anklage, dass auch die Spenden weiter steigen. Also zunächst
Leaks, nutzt ihm das womöglich schon Donald Trump. Ob ihm aber das wirklich das Ganze helfen würde bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr, wenn er denn tatsächlich der Kandidat der Republikaner sein wird, das ist Stand jetzt noch nicht abzusehen. Denn es könnte natürlich auch sein, dass ihm dadurch Stimmen verloren gehen, gerade unter den Wechselwählern, die hin und her schwanken zwischen Republikanern und Demokraten, dass die sagen, nein, diese Vorwürfe, die sind mir jetzt doch zu viel und sich dann doch eben gegen Donald Trump entscheiden. Es sind noch 15 Monate bis zur US-Präsidentschaftswahl. Ob ihm das am Ende nutzen oder schaden würde, das ist Stand jetzt noch nicht abzusehen. Isabel, vielen Dank nach Washington.